Alexander saß allein in seinem bescheidenen Wohnzimmer in einem Moskauer Vorort. Draußen fiel Schnee, aber im Zimmer war es warm dank des brummenden alten Heizkörpers. Er durchblätterte die Nachrichten auf seinem Smartphone und stolperte über einen Artikel, der das luxuriöse Leben russischer Oligarchen beschrieb. Yachten, Privatjets, riesige Villen, ein völlig anderes Universum. Und dann fiel sein Blick auf das Foto des Oligarchen Dimitri. Sie kannten sich von früher aus der kleinen Provinzstadt, in der sie beide aufgewachsen waren. Während Alexander sein Leben damit verbrachte, als Ingenieur gerade so über die Runden zu kommen, hatte Dimitri seinen Weg auf den Gipfel des Reichtums gefunden und das durch stark fragwürdige Methoden. Korruption, skrupellose Geschäftspraktiken und die Ausbeutung der Ressourcen des Landes hatten Dimitri zu einem der reichsten Männer Russlands gemacht. Alexander seufzte. Es war mehr als nur der Kontrast zwischen seinem Leben und dem des Oligarchen. Es war das ungute Gefühl, dass etwas in ihrem System grundlegend falsch lief. Und während Dimitri auf einer seiner Yachten in der Sonne badete, mussten Menschen wie Alexander jeden Tag kämpfen, um zu überleben. Fühlst du das, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, das man einfach nicht abschütteln kann? Heute beschäftigen wir uns mit der Welt der russischen Oligarchen und finden heraus, wie sie zu ihrem Reichtum gekommen sind. Und Spoiler, es ist nicht immer ein schönes Bild. Dies ist eine der Geschichten, die wir alle kennen sollten, denn um zu verstehen, wie einige so reich werden konnten, während andere gerade so über die Runden kommen, müssen wir die Mechanismen hinter der Macht und dem Reichtum verstehen. Klar, wir alle träumen von Reichtum und einem sorgenfreien Leben, aber würden wir dafür unsere Moral und Ethik opfern? Wir sprechen hier in diesem Podcast oft über Menschen, die es durch Disziplin, Ehrgeiz und moralisch vertretbare Handlungen zu Reichtum und Ansehen gebracht haben. Aber heute nehmen wir eine andere Perspektive ein. Warum? Weil jede Medaille zwei Seiten hat. Reichtum, vor allem extrem hoher Reichtum, wirft oft moralische und ethische Fragen auf, die wir nicht ignorieren dürfen. Ja, Reichtum kann Freiheit, Sicherheit und Chancen bieten. Aber er kann auch auf Kosten anderer entstehen. Seien es Arbeitnehmer, die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten, oder ganze Gemeinschaften, die unter der Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen leiden. Heute sprechen wir über Menschen, die es auf die Liste der reichsten Individuen der Welt geschafft haben, aber zu einem hohen, oft fragwürdigen Preis. Lass uns jetzt ins Detail gehen und beleuchten, wie bekannte Oligarchen zu ihrem immensen Reichtum gekommen sind. Setz dich gut hin, denn das, was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven und glaub mir, das ist erst der Anfang. Denn danach werden wir den Schleier lüften und enthüllen, wie der Zusammenbruch der Sowjetunion nicht nur eine Ära beendete, sondern auch das perfekte Umfeld schuf, in dem diese Oligarchen ihre Milliarden anhäufen konnten. Du wirst staunen, wie tief die Wurzeln dieser Machenschaften wirklich reichen. Kennst du Roman Abramowitsch? Er ist ein Paradebeispiel für den Aufstieg eines Oligarchen im Post-Sowjet-Russland. Die 1990er Jahre waren eine Zeit der Umbrüche und des Chaos, in der Gesetze oft nur auf dem Papier existierten und die Regeln des Spiels ständig wechselten. Staatsunternehmen wurden in einem rasenden Tempo privatisiert und Abramowitsch sah hier seine Chance. Abramowitsch hatte Zugang zu politischen Entscheidungsträgern und das machte einen großen Unterschied. Er pflegte eine enge Beziehung zu Boris Jelzin und später auch zu Wladimir Putin. Diese Beziehungen ermöglichten ihm den Zugang zu Insiderinformationen, Kapital und sogar politischer Protektion. Mit diesem Kapital im Rücken erwarb er Sibneft, ein großes russisches Ölunternehmen. Der Kaufpreis? Lächerlich niedrig im Vergleich zum tatsächlichen Wert des Unternehmens. Und wie hat er es geschafft? Durch fragwürdige Auktionen, bei denen nur eine ausgewählte Gruppe von Bietern überhaupt teilnehmen durfte. Kritiker behaupten, dass dies alles andere als ein fairer, offener Prozess war und vielmehr einem Insider-Deal ähnelte. Aber Abramowitsch ging noch einen Schritt weiter. Nachdem er das Ölunternehmen erworben hatte, begann er mit der Umstrukturierung und Maximierung der Profite. Oft geschah dies auf Kosten der Arbeitnehmer und der Umwelt. Aber für Abramowitsch zählte am Ende nur eins: der Profit. Und so ist Roman Abramowitsch heute einer der reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Vermögen von mehreren Milliarden Dollar. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: Zu welchem Preis und ist dieser Preis gerechtfertigt? Oleg Deripaska
ist ein weiteres prominentes Beispiel für einen russischen Oligarchen, der sein Vermögen in einem Industriezweig aufgebaut hat, der für seine rauen Arbeitsbedingungen bekannt ist, der Aluminiumindustrie. Aber wie hat Deripaska es geschafft, in einem solch wettbewerbsintensiven Sektor erfolgreich zu sein? Die Antwort liegt teils in den Methoden, die er anwendete, um Produktionskosten zu senken. Und diese Methoden waren oft alles andere als ethisch. Arbeiter in seinen Fabriken wurden gezwungen, unter gefährlichen Bedingungen zu arbeiten, ohne angemessenen Schutz oder Sicherheitsvorkehrungen. Berichte von Arbeitsunfällen und gesundheitlichen Problemen sind in Deripaskas Betrieben keine Seltenheit. Doch Deripaska ging auch noch viel weiter. Er nutzte seinen Einfluss in der Politik und bei den Behörden, um sicherzustellen, dass seine Geschäftspraktiken nur selten hinterfragt wurden. Und wenn doch, dann gab es kaum Konsequenzen. Der Grund? Oleg Deripaska war Teil des Systems, ein System, das Menschen wie ihn schützt, während es die Arbeiter und die breite Bevölkerung im Stich lässt. Die Taktiken, die Deripaska anwendete, mögen ihm zu einem gigantischen Vermögen verholfen haben. Aber sie haben auch eine dunkle Seite. Sie werfen ernsthafte Fragen über das, was wir als Gesellschaft akzeptieren, wenn es um den Aufbau von Reichtum geht. Ist es in Ordnung, wenn jemand Milliarden anhäuft, während andere dafür leiden müssen? Schauen wir uns noch Mikhail Prokhorov an. Er ist bekannt als einer der reichsten Männer Russlands, denn er hat sein Vermögen in einer interessanten Mischung von Industriezweigen gemacht, hauptsächlich im Handel mit Edelmetallen und im Medienbereich. Auf den ersten Blick scheint Prokhorov ein geschickter Geschäftsmann zu sein, der die Chancen erkennt und sie genutzt hat. Aber wenn man genauer hinschaut, wird klar, dass auch sein Vermögen nicht ohne Kompromisse erworben wurde. Ähnlich wie andere Oligarchen, die wir bereits besprochen haben, hat Prokhorov den schnellen Wandel in Russland nach dem Fall der Sowjetunion genutzt, um große Anteile an wertvollen Unternehmen zu erwerben. Der Abbau von Edelmetallen ist jedoch ein Sektor, der enorme Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Bevölkerung hat. Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung und die Zerstörung von Lebensräumen sind nur einige der Konsequenzen. Und dann sind da noch seine Medienunternehmen. Medien spielen eine wichtige Rolle in jeder demokratischen Gesellschaft. Sie informieren die Bürger und bieten eine Plattform für den öffentlichen Diskurs. Doch unter Prokhorovs Leitung haben seine Medienunternehmen oft eine weniger als objektive Haltung eingenommen, was ihn erneut in die Nähe von ethisch fragwürdigen Praktiken rückt. Die große Frage ist also auch bei Prokhorov, zu welchem Preis kommt dieser Reichtum? Er hat nicht nur natürliche Ressourcen ausgebeutet, sondern auch den Medienraum in einer Weise beeinflusst, die demokratische Prozesse untergraben. Und wie bei den anderen Oligarchen auch, muss man sich fragen, was dies für den durchschnittlichen Bürger Russlands und ihre Zukunft bedeutet. Wenn dir dieses Thema am Herzen liegt und du weitere Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Podcast, gib uns einen Daumen hoch und teile diese Episode. Deine Unterstützung ist unglaublich wertvoll für uns. Nun aber weiter zum Thema. Es wäre unvollständig, die Geschichten der Oligarchen zu erzählen, ohne das System zu erwähnen, das ihren Aufstieg erst möglich gemacht hat. Nach dem Fall der Sowjetunion war Russland in einer Phase des Umbruchs und des Chaos. Die Regierung unter Boris Jelzin suchte nach Wegen, um die marode Wirtschaft zu stabilisieren. Die sogenannte Schocktherapie war der Ansatz und sie führte zu einer radikalen Privatisierung von Staatsunternehmen. In diesem Klima konnten die Oligarchen wirklich Fuß fassen. Sie hatten Zugang zu Krediten, Kapital, oft durch Korruption und Bestechung. Diese Kredite verwendeten sie, um die nun privatisierten Unternehmen für einen Bruchteil ihres eigentlichen Wertes zu erwerben. Das ist kein freier Markt, das ist Raubtierkapitalismus in seiner reinsten Form. Das russische System ermöglichte diesen Oligarchen nicht nur schnellen Zugang zu Reichtum, sondern schützte sie auch vor jeglicher Art von Rechenschaftspflicht. Sie wurden Teil eines eng verknüpften Netzes von Macht und Einfluss, das bis heute besteht. Politische Konkurrenten wurden ausgeschaltet, Journalisten zum Schweigen gebracht und Gesetze so geändert, dass sie ihrem Fortkommen dienten. Das Faszinierende daran ist, dass dieses System nach wie vor funktioniert und nur wenige Anzeichen einer Änderung zeigt. Die Oligarchen sind weiterhin einflussreich, nicht nur in Russland, sondern auch auf der internationalen Bühne, wo sie ihren Reichtum nutzen, um Politik und öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wie viel ist ein Leben wert? Diese Frage stellt sich, wenn wir an die Menschen denken, die unter dem unermüdlichen Streben der Oligarchen nach Reichtum leiden. Ob es die Arbeiter sind, die in unsicheren Bedingungen schuften,
oder die durchschnittlichen Bürger, die mit einem korrupten politischen System leben müssen. Der Schaden ist immens. Aber der Schaden ist nicht nur physisch, er ist auch moralisch. Denn was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn einige wenige so viel haben, während viele andere so wenig haben? Und noch viel wichtiger, was sagt es über die russische Bevölkerung aus, wenn sie dieses System stillschweigend akzeptieren oder sogar unterstützen? Nach all dem, was wir gehört haben, müssen wir uns ernsthaft fragen, was die Zukunft für Russland bereithält, wenn es den Status quo beibehält. Denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass Staaten, die Korruption und die unkontrollierte Ansammlung von Reichtum in den Händen weniger zulassen, oft auf dem Weg in den Abgrund sind. Nehmen wir zum Beispiel Simbabwe unter Robert Mugabe oder Venezuela unter Chavez und seinen Nachfolgern. Beide Länder sahen enorme Reichtumsansammlungen bei einer kleinen Elite, während die breite Bevölkerung unter Hyperinflation und Armut an dem Mangel an grundlegenden Dienstleistungen litt. Oder denken wir an die Römer zur Zeit von Caligula und Nero, wo die Dekadenz und Korruption schließlich zum Fall eines großen Reiches führte. Wenn Russland auf diesem Pfad weitergeht, riskiert es nicht nur seine fortwährende wirtschaftliche Instabilität, sondern auch seine soziale Kohärenz und letztlich seine nationale Integrität. Eine Gesellschaft, die die extreme Ungleichheit und die ethische Verwerflichkeit ihrer Führungsfiguren ignoriert, sägt am Ast, auf dem sie sitzt. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser etwas anderen Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, gib uns ein Like und teile diese Information. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines Stück besser machen. Danke, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge.